Ja, das Boot hat ursprünglich scheinbar vier Stromkreise gehabt oder vier Batterien, die alle einzeln mit Schaltern an die Lichtmaschine angeschlossen waren, mit allen möglichen Brücken. Wir haben jetzt eine drin, haben das mal auf einen Kreis reduziert und den Schalter habe ich umgesteckt, damit der nicht zwei Kreise oder zwei Batterien betreibt, sondern im Grunde den Zündschalter ersetzt, der einfach auseinandergebröselt ist. Und der Startschalter ist auch auseinandergebröselt. Und jetzt kann man hier den und hier den restlichen Strom oder beide. Und hier könnte man jetzt den Motor starten. Der steht nur gerade auf Dekompression. So, die restlichen Batterien waren hiermit angeschlossen. Bad 1 ist im Grunde die ersten beiden Kreise, die jetzt nur noch einer ist. Und die beiden haben die anderen dazugeschalten, jeweils um von der Lichtmaschine geladen zu werden oder um den Strom anderweitig zu verbrauchen. Genau, die Elektrik ist eigentlich sehr schön, ist gar nicht schlecht gemacht. Alles sehr ordentlich, ich habe alles umgesteckt, das brauchen wir so nicht. Macht keinen Sinn für uns. Aber alles, was jetzt da ist, funktioniert auf jeden Fall schon mal. Also ich kann hier anschalten, Batteriemonitor. Er schaltet hier unsere Nachleuchten ein. Und hier oben die ganze Reihe wird hier eingeschalten. Würde auch funktionieren. Wir haben bloß nichts dran. Das war's.